Nach einem Einsatz treffen Kriminaloberkommissar Linus Haie und Kriminalkommissar Max Hagen vor der Wache auf eine verzweifelte Ehefrau und ihre Freunde. Jochen ist mein Mann, ja, und der ist seit gestern Abend nicht zu Hause. Und ich mache mir totale Sorgen. Und jetzt hat er mich auf dem AB versucht zu erreichen. Und ich war den ganzen Vormittag nicht da. Und ich habe keine Ahnung, wo Jochen ist. Und ich erreiche den auch nicht. Jochen hat mein Auto. Aha. So, und seit Stunden wollte er mir das zurückbringen. Sie haben ihm das Auto geliehen, wann? Gestern. Gestern. Und er sollte es zurückbringen, wann? Ja. Heute. Und hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht. Seit Stunden warte ich jetzt schon darauf. Heute Morgen wollte ich zum Einkaufen. Und haben Sie versucht, ihn anzurufen? Ja, ich versuchte ihn den ganzen Morgen schon zu erreichen. Mhm. Und ich krieg den nicht. Das ist überhaupt nicht seine Art. Die Polizisten beginnen umgehend mit ihren Ermittlungen. Um das mysteriöse Verschwinden des Mannes zu klären, lassen sie sich ein Foto von ihm und dem Wagen zeigen. Das ist Ihr Auto. Das ist mein Auto. Okay, das hat er sich geliehen? Das hat er sich geliehen, ja. Hm. Der sieht auch noch so aus, ja? Ja, das ist recht aktuell. Wir waren letzte Woche erst beim Fotografen. Hat er sich das öfter mal geliehen? Nein, zum ersten Mal. Wie gesagt, er ist ein Sportfreund von mir. Ein guter Kumpel, aber so was macht man nicht. Nee, das macht man nicht. Aber Sie sagen ja, es ist ungewöhnlich, dass er nicht zu erreichen ist. Nein, ach, das ist überhaupt nicht Jochensart. Ich meine, du kennst ihn doch jetzt auch schon so lange. Es ist klar, dass die Frau des verschwundenen Autofahrers sich jetzt große Sorgen macht. Ihr Mann ist verschwunden, ist gestern nicht wiedergekommen, war heute Nacht nicht zu Hause. Das geliehene Auto ist verschwunden. Das ist klar, dass sie sich Sorgen macht. Kommen Sie mal mit uns rein. Bei ihren Ermittlungen fokussieren sich die Beamten zunächst auf das verschwundene Fahrzeug. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind alarmierend. So, Ihr Name ist Herr Bayer, haben Sie gesagt, ne? Richtig. Also ist das Fahrzeug schon mal auf Sie zugelassen. Aber wie ich sehe, ist mit diesem Fahrzeug ein Verkehrsunfall passiert. Was? Und derjenige, der Ihr Fahrzeug geführt hat, ist flüchtig. Und man ist auch gerade auf dem Weg zu Ihnen, die Kollegen zumindest, weil Sie Halter sind, um Sie mal zu der Sache zu befragen. Aber Sie sind ja nun hier. Und es gibt Screenshots von dieser Überwachungskamera des Supermarktes. Guck mal einer an. Ach, das ist Jochen. Mein Fahrzeug, das ist mein Auto. Ach, und das ist Jochen. Das ist Jochen, ja klar. Okay. Was macht er denn da? Ja, er steigt ins Auto. Da steht schon mal ein silbernes Cabrio wahrscheinlich. Der sieht total gestresst aus. Ja, da brackert er dagegen. Ja, das war's schon. Kannst du sehen, wo der Unfall war? Ja, dieser Supermarkt ist in Duisburg, in Hochheide. Mhm. Okay, was macht der denn da? Da sind ja auch ein paar Werkstätten und diese ganzen Autobuden. Das ist ja diese Automeile, oder? Ja, da oben die Ecke ist das irgendwo. Also offensichtlich hat Ihr Mann bzw. Ihr Fußballkumpel ein leichtes Problem. Ja gut, Sie müssen vielleicht erklären, dass er jetzt nicht nach Hause gekommen ist, wenn er da versucht, jetzt das Auto zu reparieren oder sowas? Ja, das kann natürlich sein. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil da haben wir nicht die finanziellen Mittel zu im Moment. Also Der Vermisste hat sich das Auto wegen eines Vorstellungsgesprächs im Duisburger Süden geliehen. Da der Unfall im Norden stattfand, vermuten die Beamten, dass er seine Freunde bewusst belogen hat. Also hier sind wir. Genau. Hochheide ist hier. Und Wedau ist unten rechts. Wedau ist hier unten. Das also da hat der Vorstellungsgespräch erzählt? Ja. Aber mir hat er davon gar nichts erzählt. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Das ist echt merkwürdig. Also Ihnen hat er gesagt, er trifft sich mit Kumpels. Ja. Ihnen hat er erzählt, er will zum Vorstellungsgespräch. Das Verhalten des Mannes ist mysteriös. Die Polizisten spüren, dass seine Frau noch etwas anderes bedrückt. Sie haken nach und tatsächlich vertraut sie ihnen die Wahrheit an. Ja, es ist nicht nur so, dass wir im Moment keine Rücklagen haben, sondern Jochen hat vor ein paar Monaten seinen Job verloren. Ich habe nur einen 450-Euro-Job. Also Geld. Ich habe bis jetzt halt gerade eben so alles hingehauen und jetzt seit 2 Monaten sind wir mit der Miete im Rückstand. Und ich habe halt jetzt echt ein bisschen Schiss, dass der Jochen irgendwelchen Mist gebaut hat. Weil das ist überhaupt nicht seine Art. Überhaupt nicht. Ja, aber das Auto vom besten Kumpel leihen und das dann verticken oder... Ich habe keine Ahnung, was der vorhatte. Aber der war gestern Abend schon so ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe gedacht, ja okay, komm, war lange nicht raus. Mensch, Jochen, geh. Situation, vielleicht eine Kurzschlusshandlung? Ja, keine Ahnung. Weil ich meine, klar, Vermieter schreibt schon, hat jetzt auch gedroht mit, wenn ihr jetzt nächsten Monat die Miete auch wieder nicht zahlt, dass er uns rauswirft und so. Also richtig Geld sorgen. Wenn wir jetzt alles, was wir bisher wissen, auf uns wirken lassen, gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten. Es gibt eine Verkehrsunfallflucht. Das könnte jetzt demjenigen, der vermisst wird, der das Auto geführt hat, einfach nur unangenehm sein. Er meldet sich deswegen nicht, steht irgendwo am Straßenrand und grübelt. Die nächste Möglichkeit ist, er bringt das Auto
zur Reparatur, was von seiner Frau eigentlich aufgrund der finanziellen Lage ausgeschlossen wurde. Dritte Möglichkeit, und die ist für uns im Moment am wahrscheinlichsten, er versucht, das Auto zu Geld zu machen, weil, wie wir hörten, die Geldsorgen wohl nicht im zwei- oder dreistelligen Bereich sind, sondern schon deutlich höher sind. Wollen wir uns einfach mal in die Fahndung mit einklinken? Ist das jetzt einfach mal rüberfahren und gucken? Also du kennst dich ja hier besser aus. Alles gut. Also ich sag mal, eigentlich ist das ja noch kein Ding für uns. Er ist noch keine 48 Stunden weg, er ist ein erwachsener Mann. Rein theoretisch kann er hingehen, machen und tun, was er will. Das heißt, wir haben ja die Fahndung für den Verkehrsunfall. Da könnten wir doch... Genau. Und wenn du siehst, wo wir sind und wo der Unfall war, das ist hier einmal über die Brücke, dann sind wir da. Dass wir da mal hinfahren und gucken, ich meine, das ist zumindest ein kleiner Anhaltspunkt. Wir können ja denen den Gefallen tun und eben. Polizei, dein Freund und Helfer, machen wir's? Genau. In unmittelbarer Nähe des Unfallortes befinden sich drei Gebrauchtwagenhändler. Die Kripo-Kommissare vermuten, dass der Vermisste den Wagen seines Freundes dort zu Geld machen wollte. Schon bei der ersten Adresse erhärtet sich ihr Verdacht. Von dem Autohändler erhalten sie neue Informationen über den verschwundenen Mann. Ja, das ist er. Alles dicht. Hallo? 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 Ah! Wir haben eigentlich schon länger geschlossen. Ich weiß, hat einer vergessen, wahrscheinlich das Tor vorne zuzumachen. Wir haben nur eine Frage zu dem Auto. Ja? Wollen Sie das kaufen? War ja. So ähnlich. Ja, ich kann Ihnen einen guten Deal machen. Geben Sie mir 1500 Euro, können Sie die Kiste mitnehmen. Okay, das ist ein gutes Angebot, aber wir hätten dazu gerne noch mal ein paar Fragen. Kripo Duisburg, hier mein Name. Oh. Und Hagen. Ja. Seit wann haben Sie denn das gute Stück? Das habe ich heute Morgen gekauft von einem Mann. Der kam hier auf den Hof. Ja, dem habe ich 1500 Euro gegeben. Und dann ist er da vorne zur Bushaltestelle und ab die Post. Der kann... Wollen Sie ihn auch für 1500 wieder verkaufen? Da ist ja kein Gewinn drin. Ja, den habe ich heute Morgen gekauft. Egal, weg damit. Sehen Sie, ich habe genug Autos hier auf dem Hof stehen. War das dieser Mann? Oh ja, das war der. Das war der. Ja, genau. Der Autohändler beteuert, nicht mehr über den Vermissten zu wissen. Doch bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stößt Linus Haie auf einen Hinweis, der viele Fragen aufwirft. Oh, das ist doch von unserem Typen. Hat er sein Portemonnaie im Auto liegen lassen? Mitverkauft oder was? Ja, Ausweis ist auch noch drin. Keine Ahnung, der hat sich die 1500 Euro da eingesteckt und war weg. Ja, hier hat er sich nicht eingesteckt, weil hier ist nichts. Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Der hat mir die 1500 Euro gegeben, das Auto hier gelassen und dann ist er durch die Tür. Alles andere ist mir völlig, ist für mich völlig uninteressant. Ich habe ein Taxi gerufen und dann ist der Mann eingestiegen und weg. Der Rest ist mir scheißegal. Kann ich ganz ehrlich sagen. War das nicht eben noch ein Bus? Interessiert mich auch nicht, was der gemacht hat. Erst ist er mit dem Bus weggefahren, dann haben sie ein Taxi gerufen. Ich meine, ich habe mit dem Bus. Er hat sich da in diversen Widersprüchen verhakt. Erst ist er mit dem Bus weggefahren, dann hat er ihm ein Taxi gerufen, dann ist er doch wieder mit dem Bus weggefahren. Und als wir ihn dann auf seine Hand angesprochen haben, wurde es ganz merkwürdig. Und was haben Sie da mit Ihrer Hand? Kleine Schürfwunden hier von der Werkstatt, habe ich ein bisschen rumgeschraubt. Zeigen Sie mal. Sieht aber nicht nach Schürfwunden aus. Kann ich Ihnen gerne zeigen. Wir sind hier rundum dahin vorne in der Werkstatt, habe ich da ein bisschen rumgekratzt und geschraubt und dann ist das passiert. Mann, ist hey, hey, hey. Ja. Was ist das für ein Vollidiot? Mann, hat er den Schlüssel nicht stecken lassen? Die Polizisten vermuten, dass die Verdächtigen mit dem Verschwinden des Mannes zu tun haben. Die Männer verweigern die Aussage, doch dann vernehmen die Ermittler Geräusche. Ja, ist er gut. Das ist ein Kofferraum. Hallo? Alles okay? Ey, wie kann man so blöd sein? Kannst du mir das verraten? Wie kann man so Junge, ja, wie hast du versucht? Du hättest mal besser versucht, den Schlüssel stecken zu lassen. Ja, der letzte Schrottplatz. Junge, ey, wie kann man so doof sein? Setzen Sie sich auf die Klappe. Schön hinsetzen. Hey, Hände! Ruhe jetzt! Das können Sie alles nochmal später besprechen. Junge, wie ist bei der Polizei? Gut, die haben wir bei der Polizei. Können Sie meiner Frau besprechen? Du? Ja, ein RTW. Er war ziemlich benommen. Als ich den Mann aus dem Kofferraum befreit habe, war der natürlich sichtlich angeschlagen. Der war schon seit diversen Stunden in diesem Kofferraum, wahrscheinlich mit wenig Luft und heute ist es doch recht warm. Das muss ein Martyrium für ihn gewesen sein. Er konnte auf meine Fragen zwar antworten, aber man merkte schon, dass er ganz schön durcheinander und mitgenommen war. Ich habe mir Geld geliehen. 2000 Euro bei dem Autohändler.
Und jetzt konnte ich die nicht zurückzahlen. In einer Woche im Vollzug schon halt. Und darum haben die so zugerichtet? Ja. Ich kann mich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, die haben mich zusammengeschlagen, der Autohändler und sein Kollege da. Und dann bin ich jetzt hier aufgewacht. Gut, dass sie gekommen sind. Also Ihre Frau vermisst Sie seit gestern Abend, um Gottes Willen. Oh okay. Wo ist meine Frau? Die ist an der Polizeiwache, die hat sich Sorgen um Sie gemacht. Können Sie die Mitteilung bestellen? Der Mann wollte mit dem Wagen seines Freundes seine Schulden tilgen. Doch dem Autohändler reichte das nicht aus. Er wollte zusätzlich noch Geld erhalten. Als das Opfer mit der Polizei drohte, wurde es brutal verprügelt. Ich hab Scheiße gebaut. Ach, er ist ein bisschen schwach auf den Beinen. Lehnen Sie sich mal wieder an. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab mir bei dem da Geld geliehen. Damit wir jetzt nicht Miete bezahlen können für ein paar Monate. Ich weiß doch, dass wir nichts haben. Mensch, Jochen. Was machst du denn? Ich was hast muss du mich gemacht? Entschuldigen. Nein. Hauptsache, dir geht es gut. Hör mal. Nein. Wir sind Freunde. Ich wollte deinen Wagen einfach nehmen und verkaufen. Hättest und dann du einfach was gesagt. Mensch. Richtig dick trifft es dann natürlich unsere beiden Herren hier vom Schrottplatz oder vom Autohandel. Die sind natürlich in der Erpressung, Nötigung, Freiheitsberaubung, alles Mögliche mit drin. Ich will nicht ausschließen, dass da noch ein bisschen was dazukommt in den weiteren Vernehmungen. Aber das sind natürlich diejenigen, die das Pfund abbekommen. Kommen Sie mal mit uns oder mit mir. Komm. Und denk dran, ich kriege immer noch Geld von dir. Ja, jetzt halt mal den Mund. Den Kripo-Kommissaren entgeht nicht, wie reumütig das Opfer ist. Mit viel Fingerspitzengefühl nehmen sie ihm die Angst. Sie informieren ihn dabei auch über das weitere Vorgehen. Erstmal sind jetzt alle Personen in Sicherheit. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Und alles weitere klären wir nach dem Krankenhaus, okay? Die Kollegen bleiben eben noch so lange hier, bis der Rettungswagen da ist. Passen Sie auf Ihren Mann auf. Danke. Und es ist alles gut gegangen, ja? Danke. Toi. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Könnt ihr bitte noch hier bleiben, bis der Rettungswagen eintrifft, ja, damit er mit ins Krankenhaus kommt? Alles klar. Und bitte für den roten Wagen vorne einen Abschlepper bestellen und den zu uns bringen lassen. Okay, mach ja? ich. Alles ich danke klar. dir. Okay. Bis gleich. Ciao. Die beiden Täter erhalten Anzeigen wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.